Also ich bin Michael Stiebe, bin 18 Jahre alt, komme aus dem Oberharz, aus dem kleinen Städtchen Hassefelde. Ich mache so nebenher als Hobby, mache ich Kabarett-Songs, Satire-Songs und deswegen habe ich mich für den Workshop Kabarett entschieden. Sie bräuchten wieder, genau wie früher, die Götter, die die Arbeit machen. Ich habe noch keine Erfahrung mit Kabarett vorher gehabt, dass ich, außer dass ich selbst Songs geschrieben habe für mich und meine Familie. Also in den Workshops sind wir sehr produktiv am Arbeiten. Wir haben Mein kleiner grüner Kaktus von den Comedian Harmonies umkomponiert. Wir haben eine soulige Strophe draus gemacht, so ein paar Latin-Rhythmen reingebracht und so. Also das Ganze aufgepeppt und den Refrain als Kontrast normal belassen, so wie er ist im Original. Und das kam auch ganz gut an bei unserem kleinen Publikum in unserem Workshop. Und mal sehen, wie das morgen ankommt. Zurück zum Uso. Und was trinkst du so? Ich erwarte mir von dem Workshop, dass ich im Laufe des Tages einfach noch die Leute, die hier teilnehmen, ein bisschen besser kennenlernen kann und vielleicht ein paar neue Freunde finde und viele interessante Geschichten und viele neue Talente von anderen entdecke. Und vielleicht kann man sich da ja nochmal einen Kontakt für später aufbewahren und so. Jetzt habe ich die feierliche Aufgabe der Würdigung der Preisträger des diesjährigen ersten Preises des Freistil-Wettbewerbs, dotiert mit sage und schreibe 1200 Euro, gestiftet von der Stiftung Demokratische Jugend. So eine Laudatio, die ist ja wirklich eine schöne Sache, eine spannende Sache, die wir meist nur aus dem Fernsehen kennen, wo wir dann die erwartungsvollen Gesichter sehen und die offenen Münder und die Anspannung bei denjenigen, die hoffen, dabei zu sein. Und die sehen, dass der Laudator oder die Laudatorin mehr weiß als Sie. Ich weiß mehr als ihr. Und ich gönne mir jetzt noch diesen Moment. Der erste Preis des diesjährigen Freistil-Wettbewerbs, den erhält eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern, deren Engagement gewachsen ist aus der gemeinsamen Lust an Unterhaltung, an Musik, an Moderation und an diesem ganz besonderen Medium, das sie sich ausgesucht haben, um möglichst viele junge Menschen zu erreichen mit dem, was sie machen. Aber ihr Engagement geht weit hinaus über Unterhaltung. Sie zeigen, was man mit Engagement alles auf die Beine stellen kann. Sie machen ein richtig professionelles, gutes Produkt und sie bearbeiten ein wichtiges, brennendes Thema. Gewalt in der Schule, Gewalt in der Gesellschaft und was man dagegen tun kann. Da wird informiert, da wird recherchiert, da wird diskutiert, da wird interviewt. Da werden spannende Gäste eingeladen und wichtige Einrichtungen besucht. Sogar ein Sprachkurs steht auf dem Programm und alle 4 Wochen entsteht daraus ein musikalisch und inhaltlich anspruchsvolles Produkt, eine Sendung. Die Gruppe ist vielfältig, sie lebt Vielfalt und zwar nicht im Wir und Die, sondern gemeinsam als Menschen mit unterschiedlichen Wurzeln und unterschiedlichen Prägungen, die Frage stellen, was heißt hier eigentlich Deutsch und was ist schon Vietnamesisch? Und damit habe ich es vielleicht auch schon verraten. Ich freue mich also sehr, heute den ersten Preis des diesjährigen Freistil-Wettbewerbs überreichen zu dürfen. Oder auch, the winner is die Redaktion der Schülerradiosendung Dück Viet Korax, kurz DVC, aus Halle mit ihrem Projekt Schülerradio gegen Gewalt. Herzlichen Glückwunsch!
Sanivan çok seviyorum, Sanivan çok seviyorum. Adını yüreğime yazdım, ölene kadar seni seviyorum. Du hattest Angst und du musst Mojiga werden. Ich bin total begeistert. Du bist eine Runde weiter. Okay, und jetzt wollen wir sehen, was hier noch passiert. Der Comic-Workshop ist nach draußen verlagert worden und wollen wir mal schauen, was dort hinten noch weiter passiert. Oh ja, Sie sind schon sehr kreativ, wie man sehen kann. Hallo. Dann sehe ich gerade noch hier einen jungen Mann, der zeichnet auch gerade mit Kreide über verschiedene Kanten. Darf ich dich vielleicht kurz fragen, was du da jetzt gerade zeichnest und was daraus jetzt entstehen wird? Oder welche Idee du hast? Das sind nur willkürlich gewählte Augen, praktisch. Einfach, um einzelne Comic-Segmente hier in dieses Gemeinschaftsprojekt einzubringen. Das ist halt freie Kunst, freier Stil. Jawohl, alles klar, freier Stil. Sehr gut, dankeschön. So, weiter geht es mit uns, den bunten Fünf. Und das nächste Lied, was wir jetzt spielen, das möchten wir derjenigen widmen, der wir wirklich alles zu verdanken haben. Der 0,3 Liter Longneck-Flasche in Grün. Wenn wir sie hochleben. Getränke gibt's in der Schenke, in Gläser, Tassen und Karaffen. So wollen's heute die meisten Leute, doch ich mach mich doch nicht zum Hoffen. Mein kleines grünes Fläschchen steht draußen am Balkon. Holleri, holleri, hollero. Was brauch ich, doofe Dosen oder einen Trinkkarton? Holleri, holleri, hollero. Und wenn ein böse Wicht was ungezogene spricht, dann blase ich ihm mein Fläschchen auf dem sein Gesicht. Dann klingeln ihm die Ohren zwei Stunden oder so. Holleri, holleri, holler. Handlich und pfleglich, leicht und beweglich, und ich kann mich auch noch dran laben. Bestens verträglich, auch gerne täglich, wie soll es besser noch haben? Mein kleines grünes Fläschchen steht draußen am Balkon. Holleri, holleri, hollero. Mal steck ich's mir ins Täschchen und trink's dann im Salon. Holleri, holleri, hollero. Und wenn der Ton nicht gut, gepackt von Übermut, ganz unerlaubt auf meinem Fläschchen tuten tut. Ja, wenn es wie Musik klingt, dann sag ich Chapeau. Holleri, holleri, hollero. Baum, 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 baum. Heute um 4 klopft's an die Tür, dann du besuchst so früh am Tage. Es war Herr Krause vom Nachbarhause, er sagt von Zeit, die bin ich fahre. Sie haben noch da ein Fläschchen auf ihrem kleinen Balkon. Holleri, holleri, hollo. Den fiel so eben runter, was halten sie davon? Holleri, holleri, hollo. Ihr öffnet Wahrheit nicht, ihr kauft, ihr wisst jetzt frisch. Jetzt liegt der Duft im Rasen und der zisch, zisch, zisch. Ich hab ja noch jetzt immer, Herr Nachbar, sehen Sie vor. Holleri, holleri, hollo. Ba-ba-dum, ba-dum, 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 ba. Ich bin die Irene und ich möchte euch jetzt mein Lieblingslied vorsingen. Irene, bitte. Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I'm
dieses Lied. Du klingst wie eine platzende Katze, der mal auf den Schwanz getreten ist. Deine Stimme hat die Qualität eines 86-jährigen Kettenrauchers nach der Lungen-OP. Aber das ist doch mein Lieblingslied. Raus! So was Unprofessionelles will ich in diesem Raum nicht haben. Raus! Halt, stopp! Das war wunderschön. Dein Talent ist so großartig, du hast eigentlich schon gewonnen. Ja. Ich hab's gewusst. Jetzt werde ich doch noch ein Weltstar. Mein Tag, Waldemar und ich, wir zwei, wir wohnen